Hallöchen, ich bin's wieder. Ich habe genau da gestoppt, wo ich war. Ich mache ja jetzt direkt danach ein Video. Also, ja, es wird Part 3. Mit meine Pferde können traben, traben und traben. So habe ich es ja genannt. Gut, dann würde ich jetzt. Ich habe nämlich noch was vergessen: das Springen. Das hätte ich jetzt fast schon hier vergessen. Bei meinem Shire. Habe ich ja schon bei meinem Yorick Warmblut. Erstmal das Stoppen, aber von hinten erstmal. Alles gut. Perfekt. Jetzt machen wir es mal von der Seite. Es geht sogar einen Schritt nach hinten, weil es vorne zu gefährlich findet. Das finde ich auch sehr schön. Also wirklich. Ich finde das super. Warte, eine Blase. Ich will jetzt gerade nicht fragen, weil ich ein Video drehe. Entschuldigung. Ich würde dich gern fragen, Samantha Purple Storm, aber ich will jetzt nur nicht, dass es deswegen so dauert, das Video. Deswegen. Selber habe ich abonniert, deswegen kriege ich jetzt andere Videos. Ja. Springen machen wir jetzt einfach mal. Ui, das war von schräg vorne seitlich. Ich weiß auch nicht. Jetzt mache ich das nochmal. So, von der Seite. Sehr schön, kann ich nichts Falsches zu sagen. So, einmal. Auch sehr schön. Nicht gegen den Zaun, bitte. Eins, zwei, drei. Jetzt kann ich springen. Und hopp. Sehr schön. Also kann ich nichts Falsches zu sagen. Ich würde jetzt auch noch mal sagen, dass das nächste Pferd dran ist. Bis gleich. So, damit ihr schon mal wisst, welches dran kommt, was ich gerne reite, was ich auch schon oft hatte, ist Lemon Hero. Mein Zitronenheld, wir machen ja immer so einen Spruch mit Emmy, also ich und Emmy machen immer so einen Spruch: Zitronenheld rettet die Welt. Und dann das eine, was die Lippe dann immer können, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Kann mich nicht dran erinnern, Entschuldigung. Aber ist jetzt auch eigentlich ganz egal. So sieht ja mein Lippizahn aus, nochmal zur Erinnerung. Ich wollte nicht so gern Zöpfchen, weil ich mag lieber, wenn sie lang sind, aber so viele von meinen Freunden haben Zöpfchen. Und das ist ja eigentlich auch ein perfektes Dressurpferd. Das englische Vollblut finde ich irgendwie besser. In Champis auch. Ich finde es jetzt ein bisschen schöner. Ja, aber ich liebe die. Lipizzaner, aber die sind einfach so schön Pferde. Aber meine Lieblingspferde sind jetzt in dem Spiel die Haflinger, die Lipizzaner und die Yorick Warmblood, die Anfangspferde, weil mit Appetit war ich schon immer ein Team, aber dann habe ich mich getrennt und mir einen Pony gekauft und dann wurde ich Lifetime Star Ride und habe alle anderen gekauft. Ich und mein Pferd, ich und meine Pferde. Ach, Schatz. Ja, erster Schritt. Da, la, 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 la. Wie schick. Ja, genau, lauft euch deine Schwester rein. Von vorne und von hinten. Im zweiten Gang. Lalibop. Was tun wir dazu? Schön. Ein Gang höher. Also ich kann echt nichts Falsches zu sagen. Der ist einfach perfekt. Nicht nur, weil es mein Lieblingswert auch ist, sondern es ist einfach so. Also ich finde es schön. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr findet, dass ich recht habe oder ob ihr doch findet, dass ich etwas
vergessen habe oder ob ihr halt was besser findet, was ich jetzt schlechter finde. Ja, schreibt mir das einfach. Und ja, bin ich jetzt mal eingegangen. Im Moment habe ich ja nur die Klamotten an, wie ihr seht. Hatte nur zwei Outfits in meinen ganzen Videos. Ich werde noch ein Video machen, wo ich mich zeige mit mehreren Outfits. Und dann könnt ihr mir ja auch unten in die Kommentare wieder schreiben, welches ihr am besten fandet. Aber das kommt erst nach dem Club. Also nach dem Club-Video. Ich einfach mal so. Auch alles schick. Rennt auch sehr schön. Also ich kann echt nichts Falsches zum Gebieter sagen. Ich spring jetzt mal hier so drüber. Mal so. Mal so. Bla. Ja. Das sollte nicht geschehen. Bremsen gucken wir uns auch nochmal an. Wieder auf Paddock. So sieht es halt bei der Zahne aus. Geht auch einen Schritt zurück, genauso wie der Scheier. Ja, die schwarze Schleife. Tun den Blümchen dran, ne? Schönes Blümchen. Naja, schwarze Schleife passt irgendwie besser. Gerade. Ja, würde ich sagen, nächstes Pferd. Habe ich ja wirklich an anders gedacht, ich hoffe. Okay, nächstes Pferd einfach. Nächstes Pferd. So, habe ich es endlich ausgesprochen. So, die normalen Pferde habe ich jetzt gezeigt. Jetzt kommen die Urpferde, denn ich habe hier alle drei jorvikische Urpferde. Will ich euch zeigen. Ich weiß sogar noch die Reihenfolge, welche ich gekauft habe. Hier ist die ganze Reihenfolge von meinen ganzen Pferden, die ich gekauft habe. Ja, genau. Läuft von dem kleinsten Pferd bis zum größten Pferd. Dich hatte ich als erstes. Space Girl ist das. So richtig weiß ich jetzt nicht, was es auf Deutsch heißt. Ich glaube aber Robotermädchen. Weiß nicht, eigentlich sollte das nicht ein Junge sein, aber jetzt ist es ein Mädchen, weil ich es aus Versehen Girl genannt habe. Mal wieder ich. Ja, jetzt zeige ich es euch einfach. Erstmal den ersten Schritt. Ist eigentlich alles, finde ich jetzt, wie beim, also fast wie beim Shia, ganz normal Shia. Aber ich finde, irgendwas verbirgt sich noch dahinter. Ich finde, sie laufen ein bisschen eleganter. Guck mal. La, la, la. Also ich finde es echt ein bisschen schöner als der Scheier. Ich weiß nicht, ob es wirklich gleich ist oder ob das nur optische Täuschung ist. Auf jeden Fall gehen wir jetzt weiter. Das finde ich wieder gleich. Das finde ich wieder gleich. Ja. Ticken anders. Ticken, ticken, ticken. Ist ganz schnell. Springen und stoppen tut er eigentlich, glaube ich, auch. Wie der, oder? Ja, die geht auch. Ja, alles gleich. Springen zeige ich trotzdem noch einmal. Ja, genauso wie der Shire brauche ich die anderen eigentlich auch nicht zeigen. Die ganzen zwei anderen jorvikischen Urpferde. Sei denn, ihr möchtet es. Dann könnte ich eigentlich jetzt aufhören mit dem Video, aber wenigstens nochmal den Namen sagen von den anderen jorvikischen Urpferden. Ja. Die jorvikischen Urpferde als Ponys habe ich leider nicht. Da hatte ich noch kein Star-Saber, als es die da gab. Einmal Dragon Cookie, mein grünes Pferd. Auf Deutsch Drachenkeks. Und dann kommt mein weiß-pinkes. Ja,
Wie gesagt, Redstone, wenn ihr Minecraft kennt, wisst ihr schon, was das bedeutet. Also, Rotstein, ist das jetzt eigentlich in Deutsch? Warum heißt das eigentlich Minecraft Rotstein, wenn das kein Stein ist? Ach, lassen wir es einfach. ja. Dann würde ich sagen, alles nochmal zum Club treffen. Dann nehme ich jetzt meine Pizza nach. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.